Gut, nun zu dem letzten Thema, das uns in diesem Landkreis sehr beschäftigt. PFO. Hier ist jetzt natürlich nicht mehr die Landwirtschaft der Verursacher, sondern ein Chemiebetrieb. Ich brauche auf die Geschichte jetzt, glaube ich, hier nicht mehr länger eingehen, das kennen Sie alle. PFOA wurde seit 1968 bis 2003 hergestellt und bis 2008 dann noch weiter verwendet. Ich möchte auf die Geschichte da nicht weiter eingehen. Das werde ich jetzt sehr schnell durchgehen, viele von Ihnen kennen das schon. Ein bisschen was zu PFOA, das gibt es seit 1947. DuPont hat dann 1951 angefangen. 1961, also vor mehr als 50 Jahren, finden DuPont-Forscher heraus, dass PFOA die Leber von Ratten schädigt. Das wird nicht veröffentlicht. In den 70er Jahren DuPont findet hohe PFOA-Konzentrationen im Blut von Chemiearbeitern, wird ebenfalls nicht veröffentlicht. 84, DuPont ermittelt PFOA im Trinkwasser. 84 ermittelt DuPont das im Trinkwasser in der Umgebung der Fabrik in Parkersburg. Wert bis zu und größer 3 Mikrogramm pro Liter, wird ebenfalls nicht veröffentlicht. DuPont-Forscher finden in den 90er Jahren heraus, dass bei Labortieren PFOA Bauchspeicheln und Leberkrebs erzeugt, wird ebenfalls nicht veröffentlicht. Eine interne Studie von DuPont empfiehlt einen Trinkwasserrichtwert von 1 Mikrogramm. Zu dem Zeitpunkt wussten die schon, dass es bei 3 Mikrogramm liegt in der Umgebung. Rob Billett, ein Rechtsanwalt, ein amerikanischer Rechtsanwalt, erreicht dann per Gerichtsbeschluss im Jahr 2000, dass DuPont alle internen Files herausgeben muss. Das ist ein historisches Datum für die PFOA-Geschichte. Denn ab dann wurde der Öffentlichkeit klar, was los ist. Die Ergebnisse wurden dann 2001 veröffentlicht und an die EPA, das ist die Umweltbehörde in den USA, geschickt. Dann hat die EPA DuPont angeklagt. 2002 die EPA veröffentlicht eine Warnung. Im Jahr 2002 eine Warnung, dass PFOA im Trinkwasser zu Gesundheitsrisiken führen kann. Im Jahr 2002, vor 16 Jahren. DuPont stimmt im Jahr 2002 zu, dass in 6 Wasserdistrikten mit PFOA kontaminierten Trinkwasser Aktivkohlefilter installiert werden und bezahlt diese. 2006 werden dann erste Messungen von PFOA im Trinkwasser im Landkreis Altötting durchgeführt, nach einer Greenpeace-Aktion. Das war eine wirklich historische Leistung von Greenpeace. Wurde dann auch hier danach gesucht und natürlich auch gefunden, 4 Jahre nach der Warnung der EPA. Dynion, die Tochterfirma von 3M hier vor Ort, stellt die Verwendung von PFOA im Jahr 2008 ein, 6 Jahre nachdem 3M das in den USA eingestellt hat. 6 Jahre danach. 2009, erste Kohlefilter in der Trinkwasserförderanlage von Alzgern. Dann 2011, also dies geschah 7 Jahre nach Installation der ersten Filter in den USA und 3 Jahre nachdem der erste Filter im Hochsauerland installiert wurde. 2011, unabhängige Forscher veröffentlichen eine Studie, die über 7 Jahre durchgeführt wurde. 70.000 Teilnehmer haben ihre Blutproben abgegeben. Demnach gibt es eine wahrscheinliche Kausalität zwischen PFOA und Rot- und Nierenkrebs und mehreren Erkrankungen. Und mehreren anderen Erkrankungen. 3.535 Betroffene reichen Klage gegen DuPont ein. Carla Barlett hat im Jahr 2015 im Oktober den ersten Prozess gewonnen. DuPont musste ein Schmerzensgeld von 1,6 Millionen US-Dollar bezahlen. 2016, die IBA senkt den Richtwert von 0,4 Mikrogramm auf 0,07. 2016, im September, Wasser der Brunnen Neuötting 1 und 2 werden nicht mehr genutzt, wegen Überschreitung des neuen Richtwerts in der Bundesrepublik von 0,1. Und ein Einbau eines Aktivkohlefilters steht dort noch aus, wie ja auch in einer anderen Gemeinde in den Landkreis der Kommen. Im Dezember
2016 gab es dann vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit diese Studie über die Blutuntersuchung. Sie kennen das alle. Demnach liegen die PFOA-Werte bei diesen Messungen in der Gruppe aus MRT um mehr als den Faktor 20 über der Referenzgruppe München. Februar 2017, DuPont stimmt nach 3 verlorenen Prozessen einer gerichtlichen Einigung zu und zahlt 670 Millionen US-Dollar an die 3535 Kläger. Die EU-Kommission verbietet 2017 PFOA ab Juli 2020. Im September 2017 Robert Billard erhält den Nobelpreis, den alternativen Nobelpreis für seine PFOA-Nachforschung. November 2017 Kassel, eigentlich bis heute, versorgt als einzige Gemeinde im Landkreis Köln-Oettingen seine Bürgerin weiterhin mit Trinkwasser mit PFOA-Kontamination oberhalb des Leitwerts. Und 2018 im Landkreis Köln-Oettingen lassen ca. 900 Bürger ihr Blut untersuchen. Hier nochmal die Ergebnisse aus Emmerding. Sie kennen das alle. Ich zeige es nochmal. Der Durchschnittswert in Emmerding liegt bei 26,9 Mikrogramm pro Liter. Der Münchner Referenzwert liegt bei 1,2. Also da ist ungefähr ein Faktor 20 dazwischen. Laut dem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit liegt der HBM1-Wert für PFOA bei 2 Mikrogramm. Der HBM1-Wert, dabei kennzeichnet dieser Wert die Konzentration eines Stoffes in einem Körpermedium, bei deren Unterschreitung nach dem aktuellen Stand der Bewertung nicht mit einer gesundheitlichen Beeinträchtigung zu rechnen ist. Also es ist sozusagen, die Ampel geht da auf Gelb. Ein HBM2-Wert wurde nicht definiert, das heißt, wir wissen nicht, wo die Ampel auf Rot geht. Tatsache ist, dass die Bürger in Emmerding und auch in anderen Orten im Landkreis, ich komme darauf, um mehr als einen Faktor 10 über diesen Wert liegen. Diese Werte, also Sie wissen alle, dass die 900 Personen ihre Werte erst nach der Landtagswahl im Herbst bekommen. Es gibt, ja, dass Sie lachen, es ist ja so. Es gibt aber Bürger, die privat ihre Blut haben untersuchen lassen. Und wir werden uns die Freiheit nehmen, diese Werte im Laufe der Zeit jetzt, sobald sie auflaufen, zu veröffentlichen, was hiermit auch geschieht. In Neuötting haben wir 3 Werte von 3 Bürgern bzw. 2 Bürgern bekommen. Die liegen bei 34, ein Wert 42,8, dieselbe Person dann ein Jahr später bei 38,1. Also die Werte, die wir aus Neuötting haben, liegen noch höher als die Werte, als die Durchschnittswerte aus Emmerding. Es betrifft die Neuöttinger also mit Sicherheit genauso wie die Emmerdinger. In Heiningen lag von einer Person der Wert 2009 bei 48,1, inzwischen abgesunken, jetzt nachdem in einigen Jahren gefiltertes Wasser getrunken wird, auf 15,9. Eine weitere Person hatte 2009 70,2. Magdel liegen Werte vor 24 und 9,4 und den Münchner Werte 10. Jetzt ein Punkt, da fällt es mir schwer, sachlich zu sein. Ich möchte es trotzdem mit gebotener Sachlichkeit vortragen. Im Umweltbericht des Landkreises Waldöttingen von 2017 wird gesagt, mit Bezug auf Risikopotenzial nach älteren Untersuchungen von 2006 und 2009, eine Gefährdung der Bevölkerung konnte auf Grundlage dieser Untersuchung und des damaligen Kenntnisstandes ausgeschlossen werden. Das sagt der Umweltbericht des Landkreises Waldöttingen 2017. Und dieses Amt, das diesen Bericht herausgegeben hat, hatte seit November 2016 bereits die Untersuchungen über die Blutwerte vorliegen und darin heißt es, in Emmerding überschreiten alle bis auf eine Blutprobe den HBM1-Wert für PFOA. Diese unbefriedigende Situation sollte unverzüglich durch Maßnahmen der Trinkwasseraufbereitung verbessert werden. Das heißt, das Landratsamt hatte diese Information bereits im Herbst 2016 und schreibt im 2017er Bericht, dass keine Gefährdung vorliegt. Nun ein Originalzitat
aus einer Niederschrift der 6. Sitzung des Umweltausschusses des Landkreises Altötting, das ist das Originalzitat, aus dem Protokoll Dr. Franz Schubeck: Die Hauptexposition der Menschen stammt nach seinem Kenntnisstand aus Stoffen, die diese Chemikalien enthalten, wie zum Beispiel Funktionskleidung, Teppiche, Tischdecken und Feuerwisch. Also die Hauptexposition kommt von Teflonpfannen und Tischdecken. Das im Oktober 2016 in der Informationsveranstaltung, die dann dankenswerterweise in Emmerting im November 2017 stattgefunden hat, sagte dann Professor Frommen sehr klar als Toxikolog: Die Hauptexposition der Bevölkerung stammt aus dem Trinkwasser. Zum Schutz der Bevölkerung müssen die Expositionsquellen schnell geschlossen werden. Das heißt, wir haben im Landkreis viele, viele Jahre gedacht oder die Information bekommen, das hat was mit Teflonpfannen und imprägnierten Tischdecken zu tun. Und tatsächlich, wie wir eigentlich aus den USA seit 2003 wissen, ist der Hauptexpositionsfaktor das Trinkwasser. Was sagt die Trinkwasserkommission dazu? Die Trinkwasserkommission, ich weiß jetzt nicht, soll ich weitermachen oder soll ich unterbrechen? Also ich denke, der Punkt ist wichtig. Also es wird noch 10 Minuten dauern. Machen wir Pause? Machen wir dann noch? Machen wir eine Pause? Also den Punkt möchte ich auf jeden Fall noch anbringen. Der ist wichtig. Die Trinkwasserkommission sagt im Jahr 2006, ich unterstreiche das schriftlich, gemäß Trinkwasserverordnung § 6 ist darüber hinaus so rasch wie möglich und nach Maßgabe des vertretbaren Aufwands die Unterschreitung des GOW von 0,1 Mikrogramm durch die Summe aller PFD anzustreben. GOW ist ein Vorsorgewert. Das heißt, die Trinkwasserkommission empfiehlt, 0,1 sollte nicht überschritten werden. Das empfiehlt die Trinkwasserkommission der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2006. Was hatten wir hier? Nur mal so als Beispiel. Das ist der Hochbehälter links am Escheberg und rechts in Emmerting. Wir hatten Werte, die schon in 2006 über 0,1 lagen, dann schwankte das um die 0,1 und spätestens ab 2010 sind dann Werte deutlich über 0,1 gemessen worden und es gab auch in Emmerting einen Wert, der lag sogar über 0,3. Da kann ich auch, wenn das gewünscht wird, noch was zu sagen, ist jetzt zu wenig Zeit. Das heißt, die Trinkwasserkommission hatte vorgeschlagen, begrenzt bitte für eure Bürger die Belastung so, dass 0,1 unterschritten wird. Im Landkreis Altötting haben wir jahrelang sehenden Auges Bürger mit Trinkwasser versorgt, wo Jahr für Jahr die Werte höher als 0,1 waren und weiter angestiegen sind. Nun, die Trinkwasserverordnung ist da völlig klar. Im § 6 steht drin, Konzentrationen, die das Trinkwasser verunreinigen und seine Beschaffenheit nachteilig beeinflussen können, sollen so niedrig gehalten werden wie möglich. Es gibt ein Minimierungsgebot in der Trinkwasserverordnung zum Thema Aktivkohlefilter. Das sind hier Untersuchungen aus dem Hochsauerlandkreis von 2006. Hier wurden, und das ist eben ganz anders gelaufen als in unserem Landkreis, schon 2006 versucht, die Belastung so abzusenken, dass alle Bürger weniger als 0,1 bekommen, obwohl damals auch 0,3 als Richtwert galt. Man hat schon 2006 Aktivkohlefilter eingebaut und man hat pro Woche einmal gemessen. Das heißt, man hat 52 Messungen pro Jahr gemacht. Und was meinen Sie, wie oft im Landkreis Altötting diese Filter überprüft werden? Zweimal. Es kommt natürlich zu Sättigungsverhalten in diesen Filtern und deswegen ist es wichtig, diese Sättigungskurve zu kennen, um rechtzeitig eingreifen zu können, um rechtzeitig zu reaktivieren, damit eine Belastung größer als 0,1 ausgeschlossen werden kann. Im Hochsauerlandkreis hat man das 2006 konsequent durchgezogen und die Bevölkerung entsprechend geringer belastet.
Diese Art von Aktivkohlefilter sind ja erstmals hier 2009 angebaut worden. Es gibt Gemeinden, die heute noch keinen haben, wie Sie alle wissen. Gesundheitliche Auswirkungen. Der Kreistag wurde am 27.11. informiert darüber, dass es, das ist das Originalzitat aus dem, aus der gezeigten Präsentation. Epidemiologische Studien weisen im Zusammenhang einen Zusammenhang zwischen PFOA-Aufnahme und Zeit bis zum Eintreten einer gewollten Schwangerschaft, Fettstoffwechsel, Schilddrüsenstoffwechsel und Eintritt der Pubertät und Menopause hin. Es gab zu diesem Zeitpunkt eine amtliche Mitteilung des Bundesgesundheitsamts, aus dem diese Werte stammen. Und diese amtliche Mitteilung hat diese Dinge natürlich auch, aber sie hat noch einige andere Punkte, die den Kreisräten nicht gezeigt worden sind, nämlich der Einfluss auf das Lebensgewicht von Neugeborenen und, ganz wichtig, einen Einfluss auf Immunität nach Impfung und immunologische Entwicklung, also auf das Immunsystem von Kindern. Diese Information wurde weder den Kreisräten gegeben, noch wurde sie in Emmerting bei der Veranstaltung von Professor Fromme genannt. Diese ganze Liste rechts, eine amtliche Mitteilung der Bundesrepublik Deutschland, hat hier nicht aufgelegen und ich würde mir sehr wünschen, dass wir endlich im Landkreis sachlich darüber informieren, entsprechende Toxikologie-Experten vom Umweltbundesamt einladen und diese Liste den betroffenen Bürgern, es sind 40.000 in diesem Landkreis, endlich darlegen und erläutern. Gut, ich komme zum Schluss. Wir haben Zeit, Volker. Wir haben Zeit. Du kommst jetzt einfach, das Ganze ist entschärft. Der Schönhagen macht jemand anderem nach München. Okay, ich komme zum Schluss. Was ist unser Resümee? Eine Minimierung von Schadstoffen im Trinkwasser muss vorrangig betrieben werden. Es darf nicht nur allein auf Höchstwerte geschaut werden. Wir müssen das Minimierungsgebot der Trinkwasserverordnung endlich ernst nehmen. Es muss minimiert werden und nicht einfach ein Anstieg von Schadstoffen so lange toleriert werden, bis irgendein Grenzwert erreicht wird. Das gilt insbesondere für Schadstoffe, die im Körper akkumulieren, wie PFOA. Dies gilt für alle Schadstoffe, für PFOA, Nitrat, Pestizide. Es reicht nicht nur, Grenzen und Leitwerte zu beachten. Wir brauchen auch eine Trendumkehr im Sinne des Schutzes der Bevölkerung. Und wir brauchen endlich ein modernes Trinkwassermanagement. Wir brauchen Qualitätsregelkarten, wir brauchen definierte Waren- und Eingriffsgrenzen, so wie das Bundesamt sie eigentlich auch verlangt. Es reicht nicht, ein- oder zweimal im Jahr zu messen. Wir brauchen entsprechende Trendcharts, wir brauchen diese definierten Eingriffsgrenzen und Warengrenzen. Ökologischer Landbau ist zweifellos der wirksamste Weg zur Reduzierung von Schadstoffen aus der Landwirtschaft. Ich würde mir sehr wünschen, dass wir das Beispiel von unserem Nachbarlandkreis ernst nehmen und hier in ähnlicher Weise die ökologischen Landwirte fördern. Einsatz von Pestiziden in Trinkwasserschutzgebieten ist meiner Ansicht nach völlig unakzeptabel. Offenlegung aller bekannten Daten über Grundwasserströme und Grundwasserkontaminationen. Sie wissen alle, wir warten seit anderthalb Jahren auf diese entsprechenden Untersuchungsergebnisse. Die müssen endlich auf den Tisch. Verbesserte Kommunikation zwischen dem Landratsamt und Wasserwerken ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe ja hier mit den Wasserwerken in Burgkirchen auch gesprochen. Die entsprechenden Nachrichten, die entsprechenden Verordnungen der Trinkwasserkommission sind hier an der Basis, nämlich diese Verordnung von 2006, nie angekommen. Das heißt, diese Dinge müssen nun endlich sauber kommuniziert werden, sodass die Wasserwerke auch wirklich wissen, woran sie sind und was sie zu beachten haben. Vor Ort wird eine gute Arbeit gemacht und diese Belastung hätte man auch mit einfachen Mitteln minimieren können, speziell für Burgkirchen und für Emmerding, denn dieses Umschalten auf das Wasser aus reinem Wasser hätte man ja genauso gut 2006 schon machen können, dann hätte man sich eine Belastung von 10 Jahren hier für die Bevölkerung ersparen können.
Das wäre ohne Filter gegangen, das wäre ganz einfach gewesen. Gut, dann eine frühzeitige Einbindung von Toxikologen. Ist es mir vollkommen unverständlich, warum ein maßgeblicher Toxikologe für das Thema PFOA zum ersten Mal im Jahr 2017 in diesem Landkreis spricht und warum die entsprechenden Experten vom Umweltbundesamt immer noch nicht da gewesen sind. Das ist überfällig und wir brauchen wirklich eine sachliche, offene Diskussion, Informationen über alle Aspekte, die aus diesen entsprechenden amerikanischen Studien ja schon bekannt sind. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.